Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wolf Info Aktuell. Wir waren für euch am 29.03. in St. Märgen bei einer Veranstaltung des BLHV. Das Thema Weidetiere und Wolf im Schwarzwald, Herausforderungen und Lösungsansätze. Das Interesse war sehr groß, denn ca. 900 Bürger und Bürgerinnen fanden sich ein. Die Schwarzwaldhalle in St. Märgen war brechend voll. Die Tagesordnung war Begrüßung durch den Präsidenten des BLHV, Herrn Bernhard Bolkart. Dann ein Referat von Herrn Karl-Heinz Lieber vom Umweltministerium, eben Weidetiere und Wolf im Schwarzwald, Herausforderungen und Lösungsansätze. Zum Thema Herdenschutzmaßnahmen für Rinder referierte von der FVA Frau Ronja Schulz. Das Projekt betriebsbegleitende Umsetzung von Herdenschutzmaßnahmen bei Rindern auf ausgewählten Flächen im Südschwarzwald stellte Herr Lukas Schaudel vom BLHV vor und Herr Roland Schöttle vom Naturpark Südschwarzwald. Wir haben für euch aus der gut dreieinhalbstündigen Veranstaltung die Highlights in zwei Videos zusammengeschnitten. Video 1 zeigt Ausschnitte der Vortragenden und eine kurze Sequenz der ersten Fragerunde. In Video 2 kommen dann die weiteren Fragen und Antworten. Zum besseren Verständnis der in der Veranstaltung gemachten Aussagen und Thesen durch die Vortragenden jetzt ein kurzes Statement aus Frankreich aus dem Jahre 2016. Vor der Veröffentlichung unseres Berichtes haben wir bei Dr. Laurent Gard aber extra nochmal nachgefragt, wie seine damaligen Aussagen aus 2016 heute zu bewerten sind. Und er bestätigte, dass diese zu 100% immer noch aktuell sind. Für das Dossier Wolf hatten wir als Experten für die Tierhaltung mit Weidewirtschaft ein Mandat des Umweltministeriums bei der Nationalen Wolfskommission. Was sind die Herdenschutzmaßnahmen? Herdenschutzhunde, elektrifizierte Zäune, Nachtpferche, viel mehr Arbeitseinsätze und viel mehr Handarbeit, um die Herden zu bewachen. Das sind die Grundelemente des Herdenschutzes, die mehr oder weniger gut funktionieren. Da gibt es viele, mehr oder weniger unzuverlässige, fantastische Dinge, technische Spielereien. Viele Leute möchten, dass man das übernimmt. Das sind flatternde, farbige Bänder und andere angstmachende Mittel. Aber der Wolf ist ein sehr schlaues Tier und das funktioniert, solange wie es funktioniert. Vielleicht ein paar Tage und dann sagt man, ja, stellen Sie ein Esel und ein Lama in die Herde. Naja, dann wird es langsam folkloristisch. Nein, der Herdenschutz ist ein ernstes und seriöses Thema. Das ist nicht ein Thema, das man behandelt und indem man technische Gadgets installiert, um Freude zu machen. So, hallo miteinander. Wir sind heute in St. Märgen und berichten über eine Veranstaltung vom BLHV zum Thema Wolf. Und im Vorraum haben wir die Lisa entdeckt und die Lisa sammelt Unterschriften. Hallo Lisa. Hallo. Lisa, warum macht ihr das? Also ich bin am Unterschriftensammeln, eben das Problem, weil ich ins Jagdrecht übernommen werde. Wir haben selber Milchkühe daheim und wir wissen, was es bedeutet, wenn ein Wolf da ist. Unsere Rinder sind auch schon zweimal aus der Weide rausgejagt worden. Beim Nachbar ist ein dreivierteljähriger Bulle gerissen worden. Sie sagen zwar, sie können es nicht nachweisen, aber man kann viel sagen. Und eben, wir wollen unsere Tiere schützen und wir wollen auch, dass die Weidehaltung im Schwarzwald erhalten bleibt, weil die Weidehaltung ist extrem wichtig. Ohne Weidehaltung haben wir wirklich nur noch Wald. Dann heißt der Schwarzwald wirklich Wald. Und eben deswegen ist ganz wichtig, dass auch gerade wir Junge irgendwas unternehmen und die Bevölkerung aufklären, weil viele haben einfach gar keine Ahnung und gar keinen Bezug mehr dazu. Genau. Und was macht ihr mit den Unterschriften dann? Die kommen dann ans Umweltministerium nach Stuttgart. Eben, dass einfach die Politik das nochmal neu besprechen muss. Wir hoffen, dass es ankommt und dass es auch wirklich thematisiert wird. Aber ja, ich sag mal so, es ist auf jeden Fall besser als nichts machen. Wir vom BLHV haben uns sehr früh mit dem Thema Wolf auseinandergesetzt. Und das war etwa vor 7 Jahren, als wir uns zum ersten Mal ganz klar positioniert haben zum Thema Wolf. Die klare Aussage, und das gilt auch heute noch für uns. Wir können es uns nicht vorstellen, dass Weidehaltung und Wolf in unserer
Topografie miteinander funktionieren wird. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, wir wollen unseren Prozess begehen, wo wir schauen, was möglich ist und was nicht. Und das ist heute Abend auch Diskussionspunkt. Und ich bin ein Freund von pragmatischen Lösungen. Ich habe in meinem Leben schon mehr als 900 Stück Schalenwild geschossen. Also lieber Volker hat die Kugel fliegen lassen. Also das, ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe aber noch nie einen Wolf geschossen, gebe ich Ihnen ganz offen zu. Ich kenne auch nur wenige, die Wölfe geschossen haben. Und ich werde nachher noch drauf kommen, wir haben auch jemanden engagiert, der Wölfe schießen kann. Nicht in Baden-Württemberg lebt. Aber der lebt davon, solche Hotspot-Arten, die Menschen angreifen, weltweit, killt. Und die haben wir unter Vertrag. Die kommen, machen einen Job, sind anonym und sie gehen wieder. Und ich glaube, das ist mal ein ganz guter Ansatz, um pragmatische Lösungen auch ein Stückchen weit zu praktizieren. Was will ich Ihnen heute vorstellen? Einmal, wo kommen wir her, wo stehen wir? Status quo. Was ist der zumutbare Herdenschutz? Das, was Sie hier sehen, ist für Rinder auf großer Fläche für mich nicht der zumutbare Herdenschutz im Schwarzwald. Das sage ich Ihnen ganz offen. Ich bin kein Freund davon, den Schwarzwald einzuzäunen. Wir brauchen für Sie zumutbare Lösungen. Wir brauchen Rechtssicherheit. Die Aufregung, die wir heute haben, die hatte man 2000, 2002 in Sachsen, in Brandenburg. Das ist ein Film, der abläuft. Und deswegen ist die Kunst, aus deren Fehlern zu lernen und von deren guten Praktiken zu lernen. Also wir versuchen, von denen abzukupfern, was ist gut, und Fehler vermeiden. Das ist das Ziel. Und wir sind Ihnen sehr dankbar. Wir versuchen Sie auch zu unterstützen, bevor die Wölfe auch da kamen, mit Landschaftspflegerichtlinien, mit Faktmaßnahmen, dass die Weidetierhaltung zur Offenhaltung der Kulturlandschaft, aber auch um die Artenvielfalt in der Landschaft zu halten, brauchen wir sie dringend. Und das ist wirklich, war ehrlich gemeint, die Aussage eines Pragmatikers. Das heißt, das Land fördert die Investitionen zum Herdenschutz, wir erstatten einen wohlbedingten Mehraufwand und wir nutzen die rechtlichen Spielräume, die wir haben, zur Entnahme von den Wölfen. Und wir sind darauf vorbereitet und das verspreche ich Ihnen. Aber Rinder können sich selber schützen, das ist die Arbeitshypothese und da wurden wir eines Besseren belehrt. Seit letztem Jahr, Sie kennen die Bilder auch, die sind die Übergriffe auf die Rinder. Und deswegen haben wir uns zum Auftrag gesetzt für die Weidesaison 23 und es ist ein Wettlauf der Zeit, einen Maßnahmenkatalog zu erarbeiten, gemeinsam mit den Weidetierhaltenden und aus dem Maßnahmenkatalog diesen zumutbaren Herdenschutz zu definieren. Und der Schwerpunkt liegt auf Zumutbarkeit. Und die Zumutbarkeit muss nicht für mich gewährleistet sein, sondern für Sie, die Weidetiere halten auf der einen Seite und die mir das Maß an Rechtssicherheit geben, damit wir, wenn ein Wolf da drüber geht, auch abschießen können. Das heißt, wir müssen zuerst diesen zumutbaren Herdenschutz praktizieren und wenn der zweimal drüber geht, innerhalb von 6 Monaten über den definierten zumutbaren Herdenschutz, dann fliegt die Kugel. Und dafür stehe ich. Jetzt müssen wir die Zumutbarkeit herstellen. Mit Ihnen zusammen, und da ist der BLAV ein ganz wichtiger Partner für uns. Der zumutbare Herdenschutz ist die Grundlage für die Entnahme, um es rechtssicher zu machen. Wir machen das Altersklassenmodell, aber Gott behüte nicht mit 4 Altersklassenphasen, sondern mit 2. Es muss einfach und pragmatisch sein. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen eine Clusterung von 2 Altersstufen, Tiere bis 8 Wochen, das sind die 2 Monate alten Kälber, die wir in Abkalbeweiden bislang auch geregelt haben über die Landschaftspflegerichtlinie. Das ist der wolfsabweisende Herdenschutz. Das entspricht dem, was wir bei Schafen und Ziegen haben und ich denke, das ist bei Kälbern auch zumutbar. Aber bei Tieren über 8 Wochen ist dieser Herdenschutz hier mit dieser Zäunung in der Höhe nicht zumutbar für uns. Da brauchen wir andere Lösungen, die risikomindernd sind, aber nicht diese Zäunung des Schwarzwaldes anbelangt. Das heißt, wir haben diese Altersklasse 2, Tiere über 8 Wochen, definiert, wo wir gesagt haben, Altersklasse 1 gibt es diesen Schutz, den wir hier haben, in diesen Varianten, die wir oben aufgeführt haben, das ist geregelt. Und bei der Altersklasse 2, ab 2 Monate aufwärts, brauchen wir dieses diese Kombination von Maßnahmen. Kompakte Weideführung auf der einen Seite
plus eine weitere Maßnahme. Und das ist jetzt das Tricky, Ihnen das klar zu machen und auch rechtssicher darzustellen, was sind wolfsabweisende Maßnahmen, Schafe, Ziegen, Kälber, die eindeutig nachhaltig abweisend reagieren, und diese Definition des zumutbaren Herdenschutzes. Da brauchst du gute Juristen, weil werden vermutlich irgendwann mal vor Gericht auch landen. Sie kennen das, dass wir gerne auch vor Gericht gehen und dann müssen wir gut dastehen. Und da haben wir momentan drei Juristen am Arbeiten, die das jetzt im Hintergrund alle schon vorbereiten, damit wir da, wenn der Fall kommt, auf jeden Fall auch gerüstet sind. Wir wollen die genaue Definition bis spätestens Ende April haben. Das ist nicht mehr weit, von heute ab knappe 6 Wochen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir detaillierter zum Ergebnis kommen. Nochmal kurz zum Themenbereich Herdenschutz. Das Team des Herdenschutz besteht aus einigen MitarbeiterInnen derzeit bei der FVA. Gut, also diese Darstellung zeigt quasi eine Statistik zu den Übergriffen auf Rindern, aber aufgeteilt nach Altersklassen. Basis dafür ist die DBBW, also eine Datengrundlage der DBBW. Das ist die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf. Die sammelt quasi jährlich alle Angaben, die in den Bundesländern gemacht werden zu Nutztierübergriffen. Und bei Rindern schauen sie dann nochmal genauer hin, heißt, sie gliedern quasi die Übergriffe auf nach dem Alter des geschädigten Tieres. Auf Basis der deutschlandweiten Statistik gesagt werden kann, dass der Großteil der Rinder, die geschädigt werden durch Übergriffe durch den Wolf, sind Rinder in sehr jungem Alter. Also von 0 bis 14 Tagen haben wir hier einen Anteil von zwischen 60% und 70%. Der fällt dann bei Rindern auch im Alter von 0,5 bis 2 Monaten auf knapp 11% und verläuft dann relativ gleichmäßig um die 10% sozusagen. In Baden-Württemberg haben wir da ein etwas anderes Bild. Wir haben hier den größten Anteil der geschädigten Rinder in einem Alter von 7 bis 12 Monaten. Danach kommen die Rinder, die über 12 Monate alt sind. Heißt, wir haben hier eine sehr starke Abweichung der Daten quasi zwischen dem bundesweiten Vergleich und den Fällen, die wir eben in Baden-Württemberg haben. Und gerade diese Daten zeigen uns, dass im Durchschnitt die meisten Fälle eben bei sehr, sehr jungen Rindern auftauchen, sehr, sehr jungen Kälbern, weshalb das auch die Basis für das Zumutbarkeitsmodell bildet. Heißt, der Schutz der sehr jungen Tiere steht hier im Vordergrund. Hier sind die wolfsabweisenden Maßnahmen zumutbar. Bei älteren Rindern definiert das Umweltministerium weniger schwerwiegende Maßnahmen, nenne ich sie jetzt mal, als zumutbar. Genau. Was ich nur Frage habe an der Herr Lieber, wie viel Wölfe wurde denn jetzt in Deutschland entnommen per Kugel? Okay, gut. Und was ich jetzt auch noch ein wenig vermisst habe, Sie haben in der Einleitung, Herr Lieber, ja gesagt, wir können jetzt vom Norden profitieren. Und ich habe jetzt den Eindruck, Sie möchte unsere Erfahrung, aber eigentlich habe ich gedacht, wir kriegen die Erfahrung vom Norden. Ich habe vor 2 Jahren, man hat ja gewusst, dass der Wolf kommt, einen Abgabezaun beantragt, habe Wolfsberatung schon gehabt damals. Der Wolfszaun ist mir für die Abgabeweide abgelehnt worden. Auch nach einem Telefonat mit Stuttgart, da hat Geiser, das, was ich beantragt, wäre zu groß. Ich habe vor 3 Wochen, wo bei uns der Wolf vor Ort war, eine Mail wieder an den, wo es abgelehnt, und habe gesagt, der Wolf ist da, was soll man machen? Habe keine Antwort gekriegt. Das war's. Gut, vielen Dank. Herr Lieber, Sie haben gesagt, Wölfe, die sich Menschen nähern, werden entnommen. Was brauchen Sie da für einen Nachweis? Reicht da ein Anruf von mir? Die nächste Frage ist, hat der Wolf ein Schild umhängen, GWXYZ, damit ich weiß, welcher es war? Also irgendwie müssen wir da schon praktikabel. Wir haben mit dem Wolf 1129 vor 2 Jahren zu tun gehabt. Der ist zuerst bei uns gesagt. Der hat bei mir meine Rinder rausgejagt, 2-mal innerhalb einer Woche. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn der Wolf einmal drin war, die Rinder sind wochenlang verstört. Das ist das Problem. Und
Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass der Wolf jetzt auf Bernau hingegangen ist. Allerdings tue ich den Markus, tue ich also, den beneide ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall frage ich jetzt auch Sie einmal, warum gucken Sie immer bloß in den Norden auf? Wenn Sie mal die Videos anschauen von der Schweiz, auch von Biologen, was die zum Herdenschutz sagen. Die sagen nämlich klipp und klar, Herdenschutz, das ist für den Wolf kein Problem. Da gibt es so viele Videos, wo ein Wolf 4 Meter hoch am Zaun hochgeht und geht noch über die Lappung drüber. Da kommen Sie mit 5 Flitzen. Da lache ich bloß. Okay. Gut. Da lache ich bloß. Vielen Dank für die wertvollen Fragen. Möchten Sie anfangen? Also ich fange jetzt mal bei den Fragen an. Genau, ich gerade Sie, machen Sie weiter, Herr Lieber. Ja? Genau, also zum einen mit dem Springen. Diese Zäune und die Struktur, wie diese Zäune aufgebaut werden, die basieren quasi auf wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die Wolfe... Genau. Okay. Darf ich kurz? Okay. Der Großteil der Wölfe kann durch diese Art von Zäunen, wenn sie denn richtig betrieben sind, Herr Lampacher, danke dafür, sehr gut abgehalten werden. Der Wolf kann lernen, das will ich Ihnen auch nicht abschreiben, es gibt Individuen, die lernen, diesen Schutz zu überwinden, und dafür ist diese Schwelle der Zumutbarkeit da. Wenn dieser Wolf da drüber geht, wenn der das öfter macht und an die Weidetiere geht, da gebe ich dann wieder an Herrn Lieber ab. Monitoring von auffälligen Wölfen, die sich Menschen nähern, ist wichtig, dass sie Bilder machen. Wir bekommen täglich Bilder über die FAA im Monitoring. Habe Wolf gesehen, Bild eingesendet, Ergebnis Hund. Es gibt Wolfshunde, die kann ich nicht erkennen, dass sie tatsächlich keine Wölfe sind. Also es gibt deswegen Bilder machen, weil wir brauchen das, und es machen heute viele Bilder, überall haben sie heute Bilder und das einsenden, weil es tatsächlich sein kann, dass tatsächlich Wölfe sich Menschen nähern. Und dann müssen wir das sofort auch in Erfahrung bringen, wenn es soweit ist. Deswegen einsenden, bitte auch. Der 1129 ist für mich ein Problemwolf, weil er mir Probleme macht, aber er hat noch nicht den Herdenschutz überwunden im klassischen Sinne. Und deswegen die Frage, wie viele Wölfe wurden bisher geschossen in Deutschland? Da muss man mal zählen. Ich weiß immer, die ersten Wölfe weiß man immer, weil die gehen durch die Gazetten. In Sachsen haben sie 2018 einen räudigen Wolf geschossen, wo die Jäger nicht mitgemacht haben, da musste ein Polizist rangehen. Der Kurdi wurde 2016 in Niedersachsen erlegt, der war auch räudig und krank, hat sich Menschen angenähert, wurde auch von Polizisten erschossen. Ich darf Ihnen heute Abend das Projekt vorstellen, betriebsbegleitende Umsetzung von Herdenschutzmaßnahmen auf ausgewählte Fläche im Südschwarzwald. Das Projekt haben wir gemeinsam mit dem Naturpark Südschwarzwald, Herr Schöttle ist ja hier, und mit der EZG Bio Weiderind aufgestellt. Unterstützt wäre man von FVA und LAZBW. Diese Oferhaltung und Pflege der Landschaft dient uns Landwirten nicht nur im Bereich der Weidetierhaltung, sondern auch denen, die Ferienwohnungen haben, Tourismus und so weiter. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das darf man in diesem Bereich nicht vergessen. Bürgermeisterin von Freiamt, Frau Reinhold Mensch, hätte mir da mal mit auf der Wege gegeben, Stuttgart, hätte Daimler und Bosch, mir im Schwarzwald hinter Tourismus, also auch da sehr, sehr wichtiges Thema. Was sind momentan die Problemstellungen? Natürlich die personelle Kapazitäten. Die Betriebe sind ausgelastet mit Arbeit. Wenn sie das im Nebenerwerb machen, ist einfach die Arbeitszeit nicht mehr da. Wenn man 8-9 Stunden seiner eigentlichen Arbeit nachgeht, möchte man natürlich abends nicht auch nochmal 6-7 Stunden mit Herdenschutz und so weiter verbringen. Dann natürlich die rechtliche Vorgabe und die fehlende Akzeptanz, sei es bei Tierhaltern, aber auch immer mehr in der Gesellschaft. Dann gibt es natürlich auch seitens der Landwirte ein gewisses Misstrauen der Bürokratie, der Ämter gegenüber. Da ist uns wichtig, einfach, dass wir jemanden installieren können, der diese Kommunikation übernimmt, wenn es Probleme gibt zwischen Tierhaltungsbetrieben und der Ämter, um da diese Negativerfahrungen, die es oftmals schon gegeben hat,
vermeiden zu können, beziehungsweise da einfach verbessern. Ja, sehr geehrte Landwirtinnen und Landwirte, auch von meiner Seite noch ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Roland Schörtl, ich bin Geschäftsführer vom Naturpark Südschwarzwald. Was mache ich jetzt eigentlich hier noch, an der Stelle noch? Ich bin froh, dass wir im Schulterschluss mit dem BLHV, Mitglied im Naturpark Südschwarzwald, mit der EZG, in anderen Projekten beim Naturpark Südschwarzwald, Mitglied des Naturparks Südschwarzwald, da gemeinsam ein Projekt angehen können, von dem wir glauben, dass wir ihnen Hilfe leisten können. Das Projekt selber hat eine Laufzeit von 4 Jahren. Die Partner sind schon genannt. Das findet im Wesentlichen in der Kulisse des Naturparks Südschwarzwald statt. Der BLHV im Grunde, ja, auch wir heute das schon organisiert, da geht es ums Vertrauen. Das ist heute eine Verbandsversammlung an der Stelle, wo ihre Anliegen polarisiert werden. Das finde ich auch richtig nach vorne getragen worden. Und der BLHV trägt die auch tapfer und intensiv nach Stuttgart und hat nach Stuttgart. Trotz dessen braucht es aber Lösungsansätze, die wir nur gemeinsam finden können. Im Projekt selber, und das auch gleich zu sagen, sind nicht nur ausschließlich EZG-Landwirte und nicht nur Bio oder nicht nur konventionell gefragt, sondern da geht es um die Landwirtschaft per se, aber mit Schwerpunkt natürlich in der Rinderhaltung. Wir haben verschiedene Projektziele, da geht es um Wissensvermittlung. Frau Schütz hat es ja vorher selber schon gesagt, wir wissen nicht alles nochmal. Wir müssen aber im Grunde das Wissen so konzentrieren, damit wir nachher diesen zumutbaren Herdenschutz hinbekommen, rechtssicher hinbekommen, dass wir auch den letzten Schritt, der uns allen wichtig ist, vollziehen können. Wir wollen entwickeln in dem Projekt effiziente Herdenschutzkonzepte. Das heißt, der bäuerliche Berater, der Beraterin wird auf dem Hof unterwegs sein. Er wird sich aber auch die Talschaft anschauen, weil der Herdenschutz findet eben nicht nur auf dem Einzelbetrieb statt, sondern das ist praktisch auch ein gemeinschaftliches Thema, das in der Raumschaft, in der Talschaft funktioniert. Und wir wollen das auch umsetzen, wie gesagt, in Größenordnung von 10 Betrieben. Wir suchen Betriebe für unterschiedliche Landschaftsraumsituationen, Almenflächen, Steil, verschiedene Betriebsarten, die wir natürlich untersuchen wollen an der Stelle nochmal. Und wir wollen die Betriebe eben begleiten von der Beratung bis dann auch zur fertigen Umsetzung von diesem Konzept. Wichtig, out of the box, was meine ich da damit? Das heißt, unkonventionelle Dinge auch ausprobieren. Auch vorher haben Sie bei dem Thema Lama zunächst mal gelächelt. Da sage ich mal, da gibt es unterschiedlichste Meinungen dazu. Wir dürfen uns bei der Stelle auch den Kopf sozusagen nicht, den müssen wir zum Denken einfach einsetzen. Also da müssen wir offen sein und eben von verschiedensten Akteuren lernen, dass wir bestimmte Dinge vielleicht annehmen, einbauen, andere Dinge dann auch verwerfen. Wissen tun wir an der Stelle noch nichts alles genau. Wir werden diese Betriebe auswählen nochmal. Es wird eben dieses Konzept zum integrierten Herdenschutz, dem Stand, wie es heute vorgestellt ist vom Umweltministerium, wird Basis sein, nochmal für unsere Arbeit mit den landwirtschaftlichen Betrieben. Wir werden im Grunde diese Erfassung Evaluationsmodelle erarbeiten. Wir werden Schulungen und Vorträge erarbeiten. Und dann geht es darum, das ist ganz Modul 5, eine Interaktion zwischen Menschen, die eben nichts mit Wolf zu tun haben und Menschen, die mit Wolf zu tun haben. Und da brauche ich es Ihnen nicht zu erzählen, natürlich, auf wie viel Verständnis manchmal auf Personen stößt, wenn sie von ihren Nöten berichten und der andere sagt, Menschenskinder, ich möchte den Wolf aber haben, das ist doch ein schönes Tier, was soll denn das? Da geht es um ein gesellschaftliches Miteinander, auch an dieser Stelle wird das Projekt ein gemeinsames Zuhören und gemeinsames Vermitteln mit einbeziehen. Soweit über das Projekt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus.